sind in der Gemeinde Bayern. Bayern ist die südlichste Gemeinde im Landkreis Ebersberg. Es gibt keine Ortschaft mit dem Namen Bayern, nur die Gemeinde als Ganzes. Die größten Orte sind Antolling, Berganger, Netterndorf sowie Piusheim. 1818 entstand offiziell die heutige Gemeinde. Heute leben dort ca. 1500 Einwohner. Vom Hauptbahnhof sind sie mit dem Zug in einer halben Stunde in Assling, dem nächstgelegenen Bahnhof. Wir haben uns mit folgenden Personen getroffen. Bürgermeister Martin Riedl hat uns seine Lieblingsorte gezeigt. Außerdem haben wir einen Familienbetrieb besucht, der von der Kuh bis zum Käse alles auf dem eigenen Hof beherbergt. Und wir waren in der Glonntaler Backkultur, die den eigenen Anspruch hat, Bio-Qualität auf höchstem Niveau mit traditioneller Herstellungsweise. Doch jetzt erstmal auf zum Zehatmoorhof. Wir sind jetzt hier in Jakobsbayern und besuchen gleich einen landwirtschaftlichen Betrieb, der schon seit Generationen von einer Familie geführt wird. Und heutzutage sind hier die Hühner im Mittelpunkt. Und was man aus den Produkten von den Hühnern so machen kann, das erzählen uns jetzt Gitti und Hans Riedl. So Hans, du bist hier in Jakobsbayern aufgewachsen, oder? Genau, mit zwei Brüdern. Meine Eltern sind noch dabei jetzt. Also ein richtiger Familienbetrieb noch? Ja, genau. Mit ein paar Generationen? Ja, meine Eltern helfen auch noch nach wie vor mit. Meine Frau und mein Buben. Die zwei Buben. Genau. Wie alt sind die jetzt? 8 und 5. Und jetzt erzähl mal über den Hof. Wie haben denn deine Eltern, wie war das noch bei deinen Eltern? Also 1969 hat mein Vater damals schon einen von der ersten Laufstelle gebaut. Für Milchkühe. Und den haben wir dann 40 Jahre betrieben. Was heißt denn Laufstelle? Da denke ich jetzt also, an Babys, die im Laufstall sind. Nein, ich meine, damals, bis dahin sind die Kühe alle noch angehängt gewesen. Und wir waren dann schon so weit, also besser gesagt mein Vater, dass er schon einen Laufstall gebaut hat, wo die Kühe im Stall drin laufen können haben. Ach, und sonst waren die wirklich angehängt, durften sich gar nicht bewegen an einer Stelle. Ja, das ist ja heute. So war das früher. Gibt es ja heute auch noch. Ja. So eine Stelle. Und, aber mein Vater war damals schon so, dass er das so. Dass die mehr Freiheit hatten. Genau. Und 40 Jahre lang haben wir jetzt den Hof so betrieben und jetzt war halt wieder irgendwie eine Investition hochgestanden, dass wir gesagt haben, bauen wir einen neuen Stall oder machen wir irgendwie was anderes. Wie viele Kühe hattet ihr dann? Ja, so 45 ungefähr. Mit plus Nachzucht. Ja. Und dann ist halt die Zeit gekommen, unheimlich viele Reparaturen im Stall drin. Und dann haben wir immer die ganze Zeit überlegt, was machen wir, bauen wir einen Kursstall oder machen wir ganz was anderes oder so. Und mit vielen Überlegungen sind wir dann einmal wirklich drauf gekommen, wo ein Spätzl zu mir gesagt hat, macht's halt Hühner. Wir können uns, haben uns gar nicht ausgekippt mit Hühner, überhaupt nicht. Dann haben wir uns halt einmal so reingelesen und so weiter. Und irgendwann sind wir halt dann, ja, warum eigentlich nicht? Also alle Kühe verkauft und Hühner angeschafft. Genau. Ja. Und jetzt, hier sieht man es. Ja. Wie viele habt ihr jetzt? Jetzt haben wir 5000 Hühner, Freiland. 5000 Freilandhühner. Genau. Genau. Das heißt, die haben es bei euch, das Paradies auf Erden? Normalerweise schon, ja. Was heißt das denn genau? Genau, wie viel Auslauf haben die? Wie funktioniert das? Wir müssen jeder Hin 4 Quadratmeter Auslauf zur Verfügung stellen. Also das ist gesetzlich so vorgeschrieben und man kann es ja sehen, also die Flächen sind da und es wird alles nachgeprüft. Und aber die Hühner habt ihr jetzt für die Eier? Also, oder genau. Das wird nicht das Hühnerfleisch verkauft? Nein. Es ist dann ein Unterschied, gell? Genau. Die werden gemästet wahrscheinlich irgendwie anders? Nein. Das werden nur Suppenhühner und ja, mehr kann man nicht mehr draus machen. Und was habt ihr da angepflanzt? Das sieht aus wie eine Plantage. Also wir haben letztes Jahr im Frühjahr Pappeln gepflanzt. Das sind schnell wachsende Bäume zum Schutz für die Hühner. Also ein Hähn mag das gern, wenn es irgendwo sich schnell verkriechen kann, wenn irgendwie ein Angriff von oben kommt oder sogar wenn Flieger ziemlich tief fliegen, dann sind die schnell mal unten irgendwo drin. Und sie nutzen einfach den Auslauf bedeutend besser, wenn sie viel Unterstand haben. Also ist ein bisschen abwechslungsreicher auch ja, für die Hähne. Ja, genau. Jetzt heute konzentrieren sie sich ein bisschen näher am Stall, weil es einfach ziemlich kreislig ist und ach windig. So, das macht denen auch was aus? Ja, dass es ein bisschen kalt ist und Wind? Wind mingen sie gar nicht. Also, oder strahlenden Sonnenschein. Wenn es richtig runterprügelt im Sommer, dann sind sie immer ach, unter das mögen sie gern. Nee, das mögen sie nicht. Das ist eigentlich ihnen auch nicht. Zu krass. Nein, die sind am liebsten unter die Streicher drin oder im Stall drin. Und dann am Abend, wenn es kühler wird und wenn es sich ein bisschen neigt, dann
dann gehen sie wieder richtig raus. Aber es kommen tatsächlich hier Raubvögel, die euch hin und wieder mal Hühner mitnehmen? Ja, oder? Haben wir heute schon wieder gehabt. Ja. Schon wieder? Nein, wir müssen leben damit, das ist einfach Freilandhaltung. Es ist zwar schon weil da noch ein bisschen Stress mit, für die Hühner verbunden, die gespannt ist, dass jetzt irgendwie einer vor uns kommt und da so griffen werden. Und dann ist große Aufregung und Gegacker und alle rennen rum. Ja, Katastrophe. Mhm. Aber die, dass die jetzt hier so stehen, die kennen dich halt, oder? Ja. Die sind schon... zutraulich zu dir. Ja, freilich. Da bin ich jetzt dann gehen, dann laufen wir 200 hinten noch. Ja. Ja. Und wie ist es bei denen? Also sind die alle miteinander verwandt? Oder gibt es da eine Chefin? Nein, Chefin gibt es jetzt nicht. Das gibt es bei Hühnern nicht. Nein. Also, aber es gibt eine Rangordnung, oder? Aber wir haben einen Gockel dabei. Und, aber nicht nur einen? Nein, da sind schon 20 drin, so ungefähr. Mhm. Ja. Und man sieht schon immer wieder, dass dann die Hühner schon ziemlich, die Scharen sind da immer wieder mal um die Gegel rum. Also das, sieht man immer wieder mal. Ich schaue jetzt gerade, aber direkt sieht man das jetzt nicht. Also. Und wie viel Eier legt jetzt so ein Huhn? Ja, so im Durchschnitt im Jahr so 280 bis 290. Das ist aber ganz also schon fast jeden Tag. Also mehr oder weniger jeden Tag. Also wenn es einmal jetzt zu Ende von der Legeperiode geht, dann werden es schon weniger. Also dann jetzt schauen wir mal, jetzt lassen wir mal die frei, die Hühner, oder? Vom anderen Stall, genau. Ja. Wie viel sind jetzt das hier? Wie viel kommen hier raus? Also in dem Stall drin sind 3.100 genau drin. Aber es gehen ja nie alle raus. Also das ist, es gibt immer welche, die drin bleiben. Ach, die können auch freiwillig drin bleiben, wenn sie Lust haben. Ja, freilich sowieso. Das ist okay. Ja. Also es gibt auch Stubenhocker, die hocken da drin. Und das gibt es immer wieder, dass die nie rausgehen. Mhm. Also ich kann es jetzt nicht genau kontrollieren, welche das sind. Das weiß man nicht. Aber und seid ihr jetzt ein großer Betrieb oder eigentlich noch ein ganz kleiner? Also weil 5.000 hört sich für mich ja jetzt eigentlich sehr viele an. Ja, aber nein, wir können eigentlich, ich sage jetzt einmal so Mittelfeld so ungefähr. Mittelfeld bis klar, sage jetzt ich. Und so ein richtig großer Betrieb, wie viele Hühner haben die nochmal? Ja, es gibt Freilandbetriebe, die haben 20.000 Hühner oder so. 20.000. Aber auf mehrere Stellen natürlich verteilt. Ja. Aber wir sind ein Familienbetrieb. Ja. Ich hab zwar ein paar Mitarbeiter, aber dass wir das jetzt alles so ins Große betreiben, das machen wir jetzt nicht. Also wir wollen lieber klein und familiär. Und deine Eltern, machen die jetzt auch noch mit bei den Hühnern? Ich meine, die sind ja jetzt eigentlich eher die Kuhexperten gewesen, oder? Ja, aber sind bei den Hühnern... Doch, das können sie noch machen. Mhm. Also bei der Eiersortierung. Mhm. Naja, und dann ist es ja so, dass deine Frau als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet wurde, weil die hatte eine gute Idee, was man mit den Eiern noch so machen kann, richtig? Ja, genau. Genau, und das erzählt sie uns jetzt bestimmt gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Wir sind in der Gemeinde Bayern und gehen jetzt von den Freilandhühnern in den Bauernhof, der Produktionsstätte für was ganz Besonderes geworden ist. So, Gitti, was war deine Geschäftsidee? Es hat sich eigentlich entwickelt, muss man sagen. Also, wir haben ja, wie gesagt, umgestellt, unseren Betrieb. Mhm. Und dann fängst du halt irgendwann mal an, dass du Eierlikör selber machst. Weil du hast ja natürlich die nicht so schießen. Ach, das ist so normal, meinst du, wenn man Eier, dass man dann Eierlikör macht? Genau, weil es einfach so. Also, fängst du mal für euch. Genau. Und dann kommst du mal drauf, dass du deine Mischung so machst. Wir haben sehr viel ausprobiert. Und mir war es aber auch wichtig, dass er nicht so rass ist. Weil es gibt viele, die halt echt richtig runterbrennen. Und dann habe ich die richtige Mischung gemacht und habe dann auch ein bisschen angefangen zum Verkaufen. Dann einfach was ist denn alles drin im Eierlikör? Das Hauptsache ist halt Eigelb wahrscheinlich. Eigelb nehme ich nachher. Also wir trennen alle Eier noch per Hand. Wird jetzt einzeln noch angeschaut. Alkohol, bisschen Zucker und Sahne. Und dann nehme ich jetzt die Bio-Sahne her und ein bisschen Milch auch, ein bisschen Vanillinzucker und dann war es. Also gut, dann hast du dich rum und dann plötzlich haben so viele nachgefragt und wollten es auch haben. Genau, und dann erst einmal die Flaschen haben wir halt so im Umkreis einfach verkauft und dann ist mir eben vor 3 Jahren die Idee gekommen, weil es auch die Jungen und die Alten, die trinken es total gern und dass man es auf Partys wieder verkaufen kann. Und, aber wo tust du das ein? Weil er doch dickflüssiger ist und dann gibt es ja die kleinen Flaschen auf die Partys, aber da geht er nicht aus. Und dann ist mir das eingefallen mit den kleinen Schnapsglasel, also so kleine Portionsglasel sind das, genau ein Stamperl. Und da fülle ich jetzt den Eierlikör ab und das geht wunderbar. Also der hat echt eingeschlagen wie der Bombe. Und das sind jetzt die... Das sind jetzt so Orte, die ich zum Beispiel hernehme. Die sind jetzt so
Bomber, sagen wir aber dazu, die sind nicht die XXL. Ach, das sind das zu große? Die sind zu große eigentlich. Und das sind sehr jetzt kleine, oder? Die ganz kleinen, die S-Eier, die können wir jetzt auch fast nicht verkaufen. Ah, du nimmst also die, die zu groß und zu klein sind, genau, für den Eierlikör? Genau, die nehmen wir für den Eierlikör. Oder die, wo vielleicht, was weiß ich, ein bisschen was Raueres haben oder vielleicht nicht ganz so schön sind. Die kann ich alle wunderbar verwerten im Eierlikör. Na, Wahnsinn. Und das von den gleichen Hühnergrößen? Genau, also die sind meistens, das sind die Junghühner, also unsere Teenies, sage ich immer. Mhm. Und die sind halt schon länger da. Und das ist wirklich, also meine, da kommen ein paar am Tag und die nehmen wir halt einfach her für das. Mhm. Genau. Zu wie viel seid ihr hier? Zu fünft jetzt schon. Also wir sind fünf Mädels in dem Sinne, wir arbeiten nur vormittags, wenn die Kinder halt in der Schule sind und im Kindergarten. Ja, also du hast die Mütter angestellt, die vormittags. Und es ist halt lustig. Also, es ist halt echt also alles Freundinnen lustig aus der Gemeinde. Genau, also sind alles Freunde geworden. Und, bist du auch eine gebürtige ich bin, von dir? Nein, ich bin Herzung. Also von ich wo? Ich bin eigentlich aus Häufing, also das ist zwischen Bad Endorf und Wasserburg. Mhm. Genau, und war das Geile herum habe ich auch nicht gekannt. Das ist ganz was Neues. Aber mir taugt es total gut, also ja, muss man schon sagen. Ja. Also gut, dann seid ihr hier und dann wird gegackert. Genau, hergestellt und gegackert. Und also voll, voll Handarbeit. Jetzt muss ich unbedingt mal die Glasel sehen. Genau. Ah ja, und hier wird abgefüllt. Genau, das ist alles ehemaliger Stall. Das war vorher der Kurstall, den haben wir halt wieder hergenommen. Da sieht man so das Gewölbe dabei. Und das ist halt auch praktisch für mich, weil ich die Räumlichkeiten habe, die wo ich hernehmen kann. Und da wird abgepackt. Und genau. Das ist jetzt, das sind diese kleinen Gläser. Das sind die Gackerl, genau. Und das ist also genau eine Schnapsgröße. Genau, ein Stamperl ist da drin hat und das kostet halt gut dringen, weil es halt schön rausfließt dadurch, muss vorher schütteln, weil er sitzt sie ab. Und genau, und wie gesagt, am Anfang habe ich angefangen mit den Glorna zum Ausprobieren auf die Partys. Und hat das schon so gut hingehauen. Also das hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Und nach einer Zeit sind die Leute gekommen, ja, sie hätten es gerne verschenken, ob ich dann irgendwie eine Verpackung hätte. Mhm. Und dann sind wir drauf gekommen, eben mit den Ohrschachteln. Weil Ohrschachteln habe ich natürlich da gehabt. Mhm. Und dann haben wir es ausprobiert und passt nicht genau rein. Und es ist halt ein super Geschenk. Du machst ein Schleiferl rum und schon hast du ein Geschenk. Mhm. Ja, darf ich das jetzt mal probieren? Natürlich. Und wie viel schafft ihr da? Das muss ich erstmal schnell probieren. Ja, lecker. Ja, ich mag das ja schon auch gern. Ja. Es ist mir extrem viel. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass Eierlikör. Also ich darf ja nicht Eierlikör sagen, weil ich gar nicht 14% Alkohol habe, sondern nur 12,5. Genau. Ah, das heißt, und jetzt ist es ein alkoholisches Mischgetränk mit Eiern. Offiziell. Mhm. Aber jeder weiß ja, was da drin ist. Aber er ist halt nicht so rass, also er schmeckt halt viel angenehmer. Ja. Genau. Und wie gesagt, und die Glasel, das ist halt auch, das ist super, die Glasel werden total gern hergenommen. Also die Leute lieben diese Gläser, die werden nicht weggeschmissen. Also dass man es einfach weiterverwenden kann. Genau, du kannst alles mögliche rein da und aufsparen. Und das ist wirklich ein Mehrwert. Momentan mit Nachhaltigkeit natürlich ganz toll. Und, deswegen hast du auch den Preis gekriegt, oder? Genau. Weil es einfach eine gute Idee war. Genau, weil die Idee wirklich super okay war. Ja, Gitti, vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Danke. Und alles Gute euch. Danke dir. Ciao. Und mit diesen Bildern und dem imaginären Alpenblick verabschieden wir uns aus Jakobsbayern. Bis zur nächsten Folge Heimatgeschichten.